Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Marco Kolditz von Mehr der Ideen und in diesem Video möchte ich euch eine weitere Komponente des MDI-PCs 2015 vorstellen. In diesem Fall geht es um das optische Laufwerk. Ich weiß, viele PCs und vor allem Laptops legen keinen Wert mehr auf CD-ROMs oder generelle optische Laufwerke. Ich möchte natürlich bei meinem Rechner trotzdem noch eins dabei haben. In diesem Fall geht es um einen Blu-ray-Brenner und zwar um den Asus BW16D1HT. Das war ein Name, Brenner. Und der brennt zum Beispiel Blu-ray-Discs mit 16-facher Geschwindigkeit. Das heißt zum Beispiel eine 25 GB Blu-ray-Disc, die wäre in 8 Minuten bereits fertig. Das ist schon mal sehr schön. 16-fach ist ziemlich genial. Wobei es allerdings meines Wissens nach noch gar keine oder sogar sehr wenige Blu-ray-Discs gibt, also Rohlinge, die 16-fache Schreibgeschwindigkeit unterstützen. Müsste man mal recherchieren. In der Regel kenne ich bislang nur 8-fach Rohlinge. Aber wie gesagt, ist schön, wenn man es hat. Wenn man mal solche Rohlinge dann hat, die man mit 16-fach beschreiben kann, kann man diesen Brenner dafür verwenden. Optisch natürlich, ja, wie jeder andere Brenner oder jedes andere Laufwerk eigentlich auch, vorne schön in schwarz gehalten. Gefällt mir allerdings gut, dass hier diese eine Stelle so ein bisschen geschwungen ist. Dadurch hat es nochmal ein bisschen eine gewisse Wertigkeit. Steht vorne drauf Blu-ray-Discs, Asus und dann Rewritable, DVD-Multi-Recorder und so weiter und so fort. Die typischen Symbole. Hinten natürlich SATA-Anschlüsse, ganz normal wie gehabt, wie auch bei Festplatten. Und dieser Brenner hat aber nicht nur den Vorteil, dass er mit 16-facher Geschwindigkeit läuft, sondern auch noch sehr leise läuft. Ich zeige euch nochmal hier diese Verpackung. Hier steht es nochmal drauf, 16-fache Geschwindigkeit, außerdem sehr leise und man spart bis zu 50% Strom, was wiederum meiner Voraussetzung für diesen Rechner entgegenkommt, dass er so stromsparend wie möglich sein soll. Auch wenn man moderne Prozessoren oder nur Grafikkarten verwendet, sollte er zumindest nicht mehr Strom verbrauchen als nötig. Gut, in diesem Fall gefällt mir halt 50% Stromersparnis, ist schon mal sehr schön. Außerdem bietet dieser Brenner BDXL-Support, das heißt Blu-ray-Discs mit bis zu 128 GB Speicherplatz. Die kann dieser Brenner bedienen. Und dann gibt es auch noch sogenannte M-Discs. Ich habe bislang, bis ich diesen Brenner jetzt erhalten habe, noch gar nichts von M-Discs gehört. Aber das sind anscheinend Discs, die ja Daten bis zu 1000 Jahre lang aufrechterhalten. Normalerweise ist es ja so, je nachdem, was für einen billigen Rohling man holt, können Daten auf einer CD, Blu-ray-Disc etc. schon nach wenigen Jahren kaputt sein. Habe ich selbst schon mal erlebt. Ich habe einige Daten gesichert auf einer DVD, Double-Layer-DVD und musste dann nach ungefähr 2 Jahren schon feststellen, man konnte nichts mehr davon lesen. Da war ich ziemlich enttäuscht und deswegen setze ich da jetzt auch nicht mehr so groß auf Backups über optische Datenträger. Und finde es aber sehr interessant, dass es anscheinend sogenannte M-Discs gibt, die tatsächlich die Daten bis zu 1000 Jahre aufrechterhalten. Ja, das dürfte schon mal sehr interessant sein. Müsste man sich mal informieren, werde ich vielleicht auch mal ausprobieren, wie sowas dann tatsächlich abläuft. Gut, also Blu-ray-Discs bis 128 GB, das ist schon krass, was, wie weit die Technik heutzutage gekommen ist. Aber grundsätzlich ist es immer schön, wenn man trotzdem noch ein optisches Laufwerk in einem Big Tower Gehäuse hat. Bei Laptops verstehe ich es, dass da inzwischen die optischen Laufwerke abhanden kommen. Vor allem, weil es inzwischen Spiele und Programme alle zum Download gibt und meistens sind die natürlich auch noch aktueller. Aber vielleicht möchte man mal einen Film brennen, vielleicht möchte man jemandem mal eine Freude machen mit Musik oder halt vielleicht tatsächlich mal so eine Lösung wie die M-Disc hier ausprobieren und Daten sichern, was auch immer. Man macht nichts falsch, wenn man jetzt so einen Brenner dann im Rechner hat. Und in diesem Fall sogar 50% stromeffizienter, schön leise, hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich mich dann auch für diesen Brenner hier, für diesen Blu-ray-Brenner entschieden. Übrigens lesen, das werde ich euch mal kurz vorlesen. Zum Beispiel Blu-rays lesen kann er mit 12-facher Geschwindigkeit. Und was auch wichtig ist beim Brennen, weil zum Beispiel Double-Layer-DVDs sind immer noch sehr beliebt, die brennt er mit 8-facher Geschwindigkeit, was wirklich schön schnell und eigentlich auch Standard ist und normale DVD-Rs zum Beispiel mit 16-facher Geschwindigkeit. Aber mehr Informationen findet ihr natürlich auf der Asus-Webseite. Dort findet ihr die gesamten Spezifikationen zu diesem Brenner. Wie gesagt, der BW16D1HT-Brenner. Und an dieser Stelle natürlich ein großes Dankeschön an Asus, die mich schon mit dem Mainboard und der Grafikkarte unterstützt haben bei diesem Projekt und jetzt auch mit diesem schönen Blu-ray-Brenner. An dieser Stelle ein großes Dankeschön und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, wenn nein, Daumen runter. Und wenn euch meine Videos generell gefallen, was macht ihr dann?
genau, ihr abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Marco.